Herzlich willkommen zurück zu Kapitel 10, Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir waren mittendrin im Studium Spezialfälle, beziehungsweise im Studium endlichdimensionaler Räume und warum sie für uns nicht wirklich interessant sind, beziehungsweise interessant schon, aber eben nicht besonders schwierig. Und haben gerade diesen Satz bewiesen, nämlich wenn wir einen normierten Raum haben, der endlichdimensional ist, dann ist er isomorph zu klein L1. Und insbesondere sehr vollständig. Das ist eine der Folgerungen, die wir hier rausgezogen haben, nämlich aus dem Satz 10.1, dass alle Normen auf K hoch n äquivalent zueinander sind. Und jetzt wollen wir noch eine zweite Folgerung ziehen. Und das ist folgender Satz: Wenn wir einen normierten Raum haben und die Einheitskugel Bx auf diesem Raum, die sei präkompakt, heißt also, sie besitzt ein endliches Epsilon-Netz. Dann ist der Raum schon endlich dimensional. Und das ist durchaus so die erste Sache, wo ich in diesem Kapitel sagen würde, das ist wahrscheinlich noch nicht bekannt und auch nicht ganz so direkt ersichtlich. Also wenn wir eine präkompakte Einheitskugel auf einem normierten Raum haben, dann ist der Raum endlich dimensional. So heißt umgekehrt, zum Beispiel auf so Räumen wie C unendlich, ist die Einheitskugel nicht präkompakt. Das heißt, ich kann noch so viel mich anstrengen, ich finde keine endliche Epsilon-Überdeckung. Das macht das Studium von solchen Räumen natürlich gerade wieder reizvoll, weil da sind einfach viel mehr Möglichkeiten drin, als in diesen endlichdimensionalen Räumen, was man aber auch intuitiv erwarten würde. Gut, den Satz wollen wir jetzt auch beweisen. Das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, wie es auf Anhieb, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Man muss sich nur überlegen, dass man ein sehr schönes Verschiebungsargument sozusagen anbringen kann. Und das machen wir jetzt. Also Beweis von Satz 10.3. Was haben wir als Voraussetzung? Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Wir haben als Voraussetzung, dass die Einheitskugel selbst schon präkompakt ist. So, präkompakt war ja so, egal was für ein Epsilon ich mir vorgebe, es gibt ein endliches Epsilon-Netz zu diesem Epsilon. Das heißt, ich kann voraussetzen, egal wie ich das Epsilon wähle, ich finde so eins. Und das heißt, es ermöglicht uns mal ein spezielles Epsilon zu wählen und wir werden Epsilon gleich ein halb wählen. Warum das gut ist, das sehen wir sofort. Also sei Epsilon gleich ein halb. So, und jetzt müssen wir uns kurz mal eine Skizze machen, eigentlich nur. Die quasi zeigt, was wir hier machen wollen. Also wir haben hier unsere Einheitskugel Bx abgeschlossen. Und jetzt wissen wir, okay, zu Epsilon gleich ein halb finden wir hier. Endliche Epsilon-Überdeckung. Zum Beispiel diese hier, wobei das natürlich, wenn man das jetzt sauber zeichnen würde, alles Kreise sein müssten mit Radiuseinheit. Ne? Und hier liegen halt jetzt quasi so Punkte A1, A2, A3 und so weiter. Also das ist sozusagen die Beweissituation, in der wir uns eigentlich befinden. Was heißt also für Epsilon gleich ein halb Präkompaktheit? Das schreiben wir jetzt einfach mal hin. Es gibt endlich viele Kugeln. Jetzt müssen wir irgendwie diese AJs hier ins Spiel bringen. Das heißt, wir sagen einfach, das sollen Umgebungen B ein halb von AJ sein. Gleich AJ, also dieses AJ, plus ein halb mal B selber, also BX. Da setzt mal B gleich BX, ne? Dann können wir uns den Index sparen. Ach, was ich noch dazu sagen wollte, es wird in den nächsten Videos immer mal wieder vorkommen, dass dieses B auftaucht. Ich halte mich da an den Caballo, also an die Notation vom Caballo. Das soll heißen, oder ich versuche es zumindest ab diesem Video und im Skript immer mal darauf zu achten, wenn ich das B schreibe, dann meine ich eine abgeschlossene Kugel. Das heißt, dann gehört der Rand mit dazu. Wenn ich hingegen ein U schreibe, dann meine ich die offene Kugel, also den offenen Ball.
hat einfach den Vorteil, dass man sich die Querstriche über dem U spart. Weil wenn ich sonst andeuten möchte, dass jetzt zum Beispiel U ein halb von AJ abgeschlossen ist, dann sage ich einem, müsste ich da oben quasi das Quer drüber machen, um wirklich den Abschluss zu bilden. Es ist eine reine Bequemlichkeit. Ne, aber nur, dass das klar ist, wenn ich von den Bs spreche in der Hinsicht von Umgebung, dann sind die immer abgeschlossen. Ne, deswegen heißt hier die Einheitskugel auch schon direkt B, weil da gehört natürlich der Rand mit zu. Genau. Genau, diese Kugeln gibt es und die erfüllen die Überdeckungseigenschaft, ne? Weil wenn ich die rauspicke, dann habe ich quasi mein Epsilon-Netz, das heißt, ich weiß, B ist eine Teilmenge der Vereinigung, so, von J gleich 1, jetzt wissen wir nicht genau, wie viele Kugeln es gibt, wir sagen einfach mal, es gibt R-Stück, ne? Endlich viel, aber man muss dem Ganzen ja einen Namen geben, AJ plus 1 halb B, so, das ist also quasi hier passiert. Ne, hier steckt immer ein Halb hinter und das ist immer ein Halb mal sozusagen die Einheitskugel selber. Das ist jetzt natürlich, wäre jetzt wieder, wenn man das auf den R2 überträgt. Machen wir es einfach mal ganz kurz. Ich darf jetzt nur nicht wieder Minus drücken, wenn ich GeoGebra mache, weil das ist mir einmal passiert, da war dann die Tonspur weg. Also was haben wir? Wir haben sozusagen zunächst mal die Charakterisierung x² plus y² ist gleich 1. Das ist unser Einheitsball. Ne, und wie man sehen kann, der ist präkompakt, weil ich kann den sau einfach überdecken. Ne, mit endlich viel. Ne, insbesondere ist dadurch der R2 endlich dimensional. Wussten wir vorher schon, aber ist mal nice to know sozusagen. Jetzt würden wir mal einen Kreis mit Mittelpunkt und Radius machen. So, und zwar sage ich jetzt hier, der hat einen Radius 0,5. Und das mache ich jetzt immer wieder. Dann haben wir hier ja, oh, upsie. Dann haben wir hier ja, wenn man das jetzt mal sich fortgesetzt vorstellt, haben wir hier irgendwie so eine Überdeckung. Und jedes dieser Dinger ist jetzt sozusagen ein AJ. Und wir addieren auf dieses AJ in alle Richtungen ein halb mal die Einheitskugel. Und dann kommt natürlich hier in diesem Fall ein Kreis raus. So würde es also aussehen, wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denken würde. Das ist mir jetzt nur nicht vorbereitet, ein bisschen zu viel Arbeit, jetzt hier 20 Kreise hinzusetzen. Aber das ist das, was wir dahinter und was wir uns darunter vorstellen können. Und das versuche ich hier halt mit dieser Zeichnung ein wenig anzudeuten, auch wenn das hier irgendwie ein bisschen anders aussieht und nicht ganz so klar ist. Wenn wir das haben, dann wissen wir aber auch gleichzeitig, okay, wenn ich diese Eigenschaft hier habe, das heißt, ich habe, das ist eine Teilmenge von dieser Vereinigung, dann ist das natürlich insbesondere eine Teilmenge von V, also dem gesamten Raum, plus 1/2 B. Also wenn ich den gesamten Raum nehme und darauf quasi 1/2 mal den Ball drauf addiere sozusagen, in Anführungsstrichen, weil was ist hier eigentlich hinter? Das ist natürlich, das sind irgendwie alle Vektoren V plus B, sodass eben V in V ist und B in 1/2 B. Also das sind irgendwie alle diese Verschiebungen. Das ist aber auch anschaulich klar. Wenn ich jetzt hier halt quasi V als R2 nehme, dann ist das, was ich hier habe, halt in R2 plus 1/2 B drin. Weil was passiert, wenn ich R2 plus 1/2 B nehme? Ich kriege quasi den gesamten R2 wieder raus, nur ein bisschen verschoben. Und das passiert hier halt. Was ist V? V ist nämlich nicht der ganze Raum, sondern V ist einfach der Spann. Ist der Raum nicht V? Ne, der Raum hieß X. Entschuldigung, mein Fehler. Doof. Ja, der Raum heißt X, V ist ein Unterraum. V ist nämlich der Spann der Punkte. Ja, das ist auch wesentlich sinnvoller, wenn man mal drüber nachdenkt. Quatsch. Hätte man auch vorher drauf kommen können. Also als Mensch, der das schon mal vorher gesehen hat. Sprich ich. was heißt das eigentlich? Wir haben hier diese A1 und von diesen Vektoren nehmen wir den Spann. Das heißt, wir können hier maximal sozusagen in der Hülle landen von all diesen Vektoren. Ja, und das ist natürlich größer als der Ball selber. Aber da wir den Ball nochmal drauf addieren, kommt der hinten nochmal dran. Das ist also von der Vorstellung her intuitiv irgendwie ganz klar. Und das ist natürlich auch sofort aus dieser Darstellung hier ersichtlich. Weil wenn das V aus V ist, dann kann ich es als Linearkombination der A1 bis AR schreiben. Dann kommt so ein B aus 1/2 B dabei. Das heißt, ich bin auf jeden Fall hier drin. Ganz plakativ gesprochen. Nun, diese AJs,
Das sind eben hier die Aufhängepunkte. So, und jetzt kann ich ein induktives Argument angeben. Und zwar b ist jetzt dann nach diesen Überlegungen eine Teilmenge von v plus 1/2 b. B ist aber eine Teilmenge von 1/2 mal v plus 1/2 b. Ja, das setzt man jetzt induktiv ineinander ein. Und das kann man tatsächlich so ausrechnen, wie man das denken würde. Das heißt, das ist v plus 1/2 v ergibt v in der Notation. Ne? Da passiert natürlich nichts. Aber wir addieren halt 1/4 b dazu. Denn was steht hier hinter? Hier steht 1/2 mal 1/2 mal b. In 1/2 mal b sind sowieso schon nur Vektoren mit Skalar 1/2 aus b. Und dann tue ich da noch ein 1/2 dazu. Und dann kriege ich natürlich nur Vektoren aus b raus mit dem Skalar 1/4 davor. Ja, jetzt ist b wieder eine Teilmenge von v plus 1/2 b. Punkt, 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 Punkt. Was passiert? Ich gewinne in jedem Induktionsschritt sozusagen, den ich so auf diese Art und Weise mache, hier eine Zweierpotenz. Das heißt, nach n Schritten bin ich bei v plus 1 durch 2 hoch n mal b. Und zwar für jedes n aus n. Müsste man jetzt streng genommen formal nochmal mit einer Induktion nachjagen, aber ich finde, das Argument ist einleuchtend genug. Wenn man noch eine Induktion machen möchte, ist durchaus nicht schlecht, ist allerdings auch nicht schwer. Ja, was heißt das jetzt im Klartext? Naja, ich kann hier irgendwas noch dazu addieren auf v und ich weiß, b liegt immer noch drin. Das heißt aber nichts anderes, als dass b im Abschluss von v liegen muss. Um das mal ein bisschen zu motivieren, ist Folgendes. Würde ich mal annehmen, ich könnte das nicht immer so verschieben, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich würde hier irgendwann mal, wenn ich diese Iteration hier unten durchlaufe, ich würde irgendwann mal rausbekommen, dass es nicht mehr weitergeht. Das heißt, ich hätte irgendwann hier quasi einen endlichen Cut. Machen wir mal zur Einfachheit direkt, hier hätten wir einen endlichen Cut. Dann wäre ja b selber in mehr enthalten als v. Aber es könnte nicht in v quer liegen, weil dafür wäre es in zu viel enthalten, weil dafür hätten wir hier zu viel drauf getan. Da das aber nach 0 geht und diese Inklusionen wirklich alle gelten, kriegen wir das b insgesamt in den Abschluss dieses Unterraums. Ich weiß nicht, inwiefern das anschaulich ist, aber es ist halt aus der Definition ziemlich leicht rauszuholen. Denn wir haben ja hier den Spann dieser Aufhängepunkte. Naja, und wenn ich den Spann dieser Aufhängepunkte immer wieder quasi da immer wieder diesen Ball reinpacke und den immer kleiner werden lasse, anschaulich, dann liege ich natürlich mit dem Ding irgendwann mal im Abschluss dieses Spanns drin. Insgesamt. Jetzt ist das aber in einem endlich in einem Raum mit präkompakter Einheitskugel der Fall. Das heißt, dieses V quer muss schon V selbst sein, also der Spann selber. Ne? Begründung, da V eben vollständig ist. Vollständiger Unterraum in X ist und somit abgeschlossen ist. Abgeschlossen ist. Ja, und die Vollständigkeit des Unterraums, das liegt eben daran, dass die Einheitskugel präkompakt ist. Und ich halt Vektoren habe in dem Spann, den ich darin habe, die ja komplett in der Einheitskugel liegen. Umgekehrt argumentiert, wenn das V jetzt nicht vollständig wäre, das heißt V wäre nicht V quer, dann hätte ich hier etwas, was nicht in V liegt. Aber es muss in V liegen, weil wir haben hier diese Inklusion für alle. Das heißt, dann hätten wir ein Problem mit der Präkompaktheit, weil dann hätten wir einfach zu wenig AJs ausgewählt. Könnte dann noch immer noch im Epsilon liegen, aber wir haben ja eigentlich vorausgesetzt, dass es für jedes Epsilon liegen muss. Das heißt, es muss auch für dieses gehen. Ging es aber nicht. Dann hätten wir einen Widerspruch zur Präkompaktheit. Gut, was heißt das jetzt in Wiener? Sprich, wir haben hier einen Unterraum gefunden, wo das Ding komplett drin liegt, der abgeschlossen ist. Wir haben einen echten Unterraum, der abgeschlossen ist. Dann muss er aber natürlich schon der ganze Raum sein. Ja, weil sonst geht es nicht. Das ist ein ganz einfaches Wiener-Argument.
wird man da auch bestimmt mal exerziert haben und wird es nur nicht so genannt haben, weil der Begriff der Vollständigkeit in der Lina meistens nicht vorkommt. Aber man kann das so argumentieren, wir haben hier einen Unterraum gefunden, der hat Dimension, wie viel haben wir ihm gegeben? R. Ne? Wir haben ihm R Dinger gegeben. Und jetzt haben wir gezeigt, dass dieser Raum abgeschlossen ist. Das heißt, wenn ich seinen Abschluss bilde, ist das immer noch eine Basis. Das heißt, ich habe sozusagen einen maximalen Unterraum konstruiert. Und ein maximaler Unterraum, der kann nicht größer sein als ich selber. Kleiner darf er jetzt aber auch nicht mehr sein, weil das haben wir jetzt ja gerade aus diesem Iterationsschritt rausgeholt. Das heißt, er muss schon gleich x sein. Das Ding hat jetzt aber dem R, also hat x dem R. Und das war eine endliche Zahl. Also ist x endlich dimensional. Jo, das ist der Beweis von 10.3. Eigentlich relativ durchsichtig, finde ich. Man muss halt nur über so ein paar Kleinigkeiten mal nachdenken. Sich mal ein bisschen an die Lina erinnern. Das ist an einigen Stellen doch notwendig. Ist aber auch relativ leicht wieder dran zu kommen, weil man braucht ja keinen exotischen Stoff aus der Lina, sondern die klaren Resultate, die im Vordergrund stehen. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir ein bisschen anwenden. Anwenden, in Anführungsstrichen. Wir wollen jetzt schauen, dass es in endlich dimensionalen Räumen immer sowas wie eine Projektion gibt. Und das machen wir mit Satz 10.4. Das ist Anwendung der Normäquivalenz. Wir wollen jetzt zeigen, dass es sogenannte Best-Approximationen gibt. Was nehmen wir uns also für ein Setting raus? Wir nehmen uns einen normierten Raum, irgendeinen. Kann ich ja eigentlich in den PDF-Folien malen, zufällig? Das wäre mal cool. Scheinbar nicht nativ. Schade eigentlich. Muss ich mich mal dann bis zum nächsten Mal mit auseinandersetzen. Also wir nehmen uns einen normierten Raum und einen Unterraum V. Und wir fordern, dass der Unterraum endlich dimensional sein soll. Also letzten Endes ist es egal. Wir können auch sagen, x soll endlich dimensional sein, dann erfüllt das sowieso jeder Unterraum. Aber wir können natürlich auch einen beliebigen normierten Raum nehmen, egal wie die Dimension aussieht, und uns dann auf irgendeinen Unterraum einschränken, der dann wieder endlich dimensional ist. Das ist kein Problem. Man kann zum Beispiel ganz einfaches Beispiel nehmen. Man nimmt den Raum aller Polynomfunktionen beliebigen Grades, das wäre x, und dann schränkt man sich ein auf v als Unterraum mit Maximalgrad 4. Dann hat man einen fünfdimensionalen Raum und hat das genau so gepasst, dass es in dieses Setting geht. Und dann nehmen wir uns irgendein Element aus dem normierten Raum raus und dann gibt es definitiv irgendein V0 aus dem Unterraum, sodass die Distanz dieses Elements auf dem Unterraum zu x selber minimal wird. Oder infimal wird. Minimal ist immer so eine Geschichte, aber sie wird auf jeden Fall infimal. Und das Ding nennen wir dv von x, meiner mit Distanz v von x. Das ist eine ganz, ganz normale Geschichte, das so zu nennen, dv, wird eigentlich immer so genannt. Es ist nur interessant, dass es immer existiert in diesem Fall, weil es gibt auch Räume, da muss das nicht der Fall sein. Da muss man aber schon ein bisschen mit der topologischen Trennungskeule draufhauen. Insbesondere darf der Raum nicht Hausdorff sein. Genau. Und dieses V0, dieses Element aus dem Unterraum, das heißt Bestapproximation von x in V oder auch Projektion von x auf V. Das kann man wieder nennen, wie man möchte. Es ist letzten Endes das Gleiche. Und das wollen wir jetzt zeigen. Bevor wir das zeigen, malen wir mal ganz kurz eine Skizze dieser ganzen Situation, die wir jetzt hier vorfinden. Also Beweis von Satz 10.4. Also was hatten wir gesagt? Wir haben hier irgendwie unseren Raum x, wie auch immer der aussieht, und da drin haben wir einen Unterraum v. So, der sei jetzt mal einfach hier irgendwo in x eingebettet. Also alles drumherum ist x. Ich habe jetzt nur keinen Bock, das begrenzt zu zeichnen. Und jetzt nehmen wir uns eben ein Gucken wir nochmal rein. Wir nehmen uns ein x aus x, genau. Das nehmen wir uns. Das liegt jetzt zum Beispiel hier. Und wir möchten allerdings mal den Pfeil wirklich einzeichnen im Sinne von Ortsvektor. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, okay, der Ursprung liegt in V, was er sowieso muss, ist ja ein Untervektorraum.
Und wir sagen einfach mal, der Ursprung liegt hier. Also hier liegt die 0. Dann können wir hier den Vektor x wirklich einzeichnen, so wie man das kennt. Ich gebe dem Ganzen hier in der Skizze auch sogar mal noch ein Pfeilchen, das ist aber nicht so dramatisch. Dann bilde ich jetzt quasi hier die orthogonale Projektion auf den Unterraum drauf. Und dann kriege ich hier irgendwann einen Schnittpunkt raus. Und den Vektor, der quasi hierdurch induziert wird, das wird meine Bestapproximation. Das ist also die geometrische Idee. Jetzt müssen wir zeigen, dass es sowas gibt. So. Wir betrachten eine spezielle Umgebung sozusagen. Und zwar geben wir der einen Namen, nämlich B. Und das soll sein die abgeschlossene R-Umgebung von 0, also BR von 0, geschnitten mit V und dann abgeschlossen. Hier ist es wichtig, den Abschluss drüber zu machen, weil nur weil das abgeschlossen ist, muss der Schnitt nicht mehr abgeschlossen sein. Ne? Ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen uns die 1-Umgebung abgeschlossen von 0 in R2 und schneiden die mit minus 1, 1. Was kommt raus? Minus 1, 1. Das ist nicht abgeschlossen. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich den Abschluss drüber schreiben, damit wir wirklich dieses B kriegen. Das nur am Rande. Wo liegt das jetzt hier in der Skizze? Naja gut, die 1-Umgebung, die kann hier irgendwo liegen. Aber was wir sicher sein können, ist, wenn wir das mit R schneiden, dann bleibt hier nur noch ein Teil über, der auch in V liegt. Minus R hier. Mit V schneiden, dann bleibt hier nur noch ein Teil über, der auch wirklich in V liegt. Das heißt, das hier, das ist sozusagen B. Dann ist B abgeschlossen. Das ist einleuchtend, weil wir haben ja einen Abschluss von dem Ding gebildet. Und hat Radius. R größer gleich 2 mal die Norm von x mit Mittelpunkt 0 in V. Damit der Radius größer gleich 2 mal Betrag x ist, macht man einfach R zur Not hinreichend groß, ne? Weil das haben wir nicht spezifiziert. Hier dürfte es sogar hinkommen bei der Zeichnung, weil wenn ich das hier runterklappen würde, dann lande ich ungefähr hier, da sind wir auf jeden Fall drin. Und dann ist der Abstand hier quasi größer als zweimal die Norm von x selber, also zweimal die Länge des Pfeils. Dafür macht man R einfach hinreichend groß, dann passt das schon irgendwie da rein. So, und jetzt nehmen wir uns einen V aus V ohne, nicht Faktor, ohne B. Und dann rechnen wir mal ein bisschen was nach. Und zwar gucken wir uns an die Norm von x minus v, also den Abstand von x zu diesem v. Das v liegt jetzt zum Beispiel irgendwo hier. Und dann gucken wir uns also diesen Abstand an. Ja, das ist dann natürlich erstmal nichts anderes als die Distanz von v, als die Norm von v minus x. Nur wir drehen einfach um. Und jetzt wenden wir sozusagen die umgekehrte Dreiecksumgleichung an. Umgekehrte Dreiecksumgleichung. Die sagt nämlich, dass das hier größer gleich ist als die Norm von V minus der Norm von x. So, die Norm von V, weil das V irgendwo hier außen liegt, ist auf jeden Fall größer gleich als das R. Ja, weil das, so ist das B ja gerade definiert. Ja, und hier bleibt Betrag x stehen, Norm x stehen. Naja, und das R wiederum, das ist ja so definiert, dass es größer gleich ist als Norm, als zweimal die Norm von x. Ne, das ist das Phi hier. Ja, das heißt, was übrig bleibt, ist einfach die Norm von x. Oder halt wirklich nochmal ohne die Zwischenrechnung aufgeschrieben, damit man es gleich quasi wieder direkt zur Verfügung hat. Wenn ich x minus v rechne, dann ist das kleiner gleich, größer gleich, Entschuldigung. Größer gleich als Norm x. Das ist also das, was wir hier rausbekommen. So, und das heißt wiederum, wenn ich dv von x angucke, ist das ja das Infimum über
Norm x minus v für v in v. Und das ist dann aber natürlich das gleiche wie das Infimum von Norm x minus v für v in b. Denn außerhalb von b sind wir sowieso größer. Deswegen haben wir hier diese Abschätzung gemacht. Das hier ist allerdings dann natürlich nach Definition nichts anderes als db von x. So. Jetzt müssen wir ein bisschen rumeiern. Was wissen wir nämlich über b selber? Beziehungsweise, ja doch, was wissen wir über b selber? B ist ja irgendeine Umgebung der 0 geschnitten mit v und dann abgeschlossen. Das heißt, weil der umgebende Raum sozusagen, also der Teilraum, wo wir drin sind, endlich dimensional ist und somit isomorph ist zu L1, ist dieses B hier abgeschlossen und beschränkt. Und weil wir eben auf einem endlich dimensionalen Unterraum sind, auch kompakt. Ne, da kommt wieder die Endlichdimensionalität rein, weil sonst könnte ich aus abgeschlossen und beschränkt nicht unbedingt Kompaktheit folgern, weil die Dinger eben nur im endlich dimensionalen Äquivalent sind. Also das heißt, B ist nach 10.2, das hat überhaupt nichts damit zu tun, B ist kompakt. Also Quatsch, das hier steht. Also Isomorphie von V zu L1 hoch n geeignet. Also irgendeins wird es tun, ne? Aber es ist halt endlich dimensionaler Unterraum. Und dem V gleich oder kleiner als unendlich. Ne? Also kompakt, äquivalent zu abgeschlossen und beschränkt. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen des Satzes. Könnte Heine Borel sein, bin mir aber nicht sicher. So, das heißt, B ist kompakt. Die Norm ist stetig. Also nimmt die Norm auf B Maximum und Minimum an. Das heißt, die Funktion, jetzt brauchen wir nicht nur ganz die Norm, also wir wollen nicht einem Vektor die Norm zuordnen, sondern wir wollen V die Norm zuordnen von x minus V. Das ist sozusagen eine etwas andere Variante, aber es bleibt essentiell die Norm. Die Subtraktion von zwei stetigen Funktionen, weil das sind jetzt konstante Funktionen, die sind stetig, ist wieder konstant, ist wieder stetig. Hier steht also nichts anderes als die Verkettung von zwei stetigen Funktionen. Zusammen mit der Norm, die ja auch stetig ist, ist das Ding auch wieder stetig. Ja, das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Ja, und daher nimmt diese Funktion ihr Minimum an auf b. Die Funktion nimmt auf b ihr Minimum an. Ja, und dieses Minimum ist die Bestapproximation und damit folgt die Behauptung. Ist so ein Beweis, da geht eigentlich nicht viel ein. Also wenn man den hinterher so sieht, der läuft durch. Da ist keine große Idee hinter, das ist eigentlich ein schöner, durchsichtiger Beweis. Und auch finde ich sehr verständlich, weil man kann ihn sich wirklich schön malen. Weil man verliert auch nichts an Information, nur weil man quasi hier V sich als gerade denkt. Ne, weil V ist auf jeden Fall ein endlichdimensionaler Raum, damit immer so irgendwas um die Hyperebene rum. Ne, und deshalb ist es schon ganz in Ordnung, sich so eine Gerade zu denken, wenn man darüber redet. Und der Rest des Beweises, der ist eigentlich auch schön durchsichtig, finde ich. Gut, was haben wir jetzt also gezeigt? Wir haben gezeigt, wenn wir so einen normierten Raum haben und einen Unterraum haben, der endlich dimensional ist, dann können wir über Bestapproximationen reden und insbesondere könnten wir auch über Projektionen reden, wenn wir das wollen. Ich bin fast versucht zu sagen, noch ein Video, also noch ein Cut lohnt sich nicht, weil der folgende Beweis ist eigentlich nicht so schwierig. Deswegen machen wir das einfach jetzt auch noch hinten dran, auch wenn das Video vielleicht ein bisschen länger wird als das erste. Also was wollen wir jetzt noch betrachten? Wir wollen als Krönung dieses Kapitels sozusagen endlich mal klären, warum lineare Operatoren auf endlich dimensionalen Räumen am Anfang von mir als trivial im Sinne der Funktionalanalysis bezeichnet wurden. Und das sagt eben genau dieser Satz 10.5 aus. Wenn wir eine lineare Abbildung haben von einem endlich dimensionalen normierten Raum in irgendeinen normierten Raum y, dann ist das Ding schon stetig.
Also das heißt, wir brauchen noch nicht mal, dass beide Räume endlich dimensional sind. Es reicht uns einfach aus, wenn unser Definitionsraum endlich dimensional ist. Gut, woran liegt das? Das wollen wir jetzt eben noch beweisen. Ach Quatsch, da kommen wir mit dem Tablet nicht hin. Zack. Also Beweis von Satz 10.5. Ja, also wir nennen mal den normierten Raum Y. Sicher, dass wir den normierten Raum Y nennen sollen? Ja, der heißt doch Y. Oh, nee. Wahrscheinlich habe ich den Beweis wieder geschrieben, bevor ich das Skript geschrieben habe. Also wir nennen mal unsere lineare Abbildung T von K hoch N nach Y. So, das K hoch N, das können wir jetzt einfach OBDA da hinschreiben, weil es soll einfach nur irgendein Raum sein, der endlich dimensional ist. Und nach Satz 10.2 ist das Ding immer isomorph zu L1 hoch N, also können wir hier ohne weiteres ein K hoch N hinschreiben. So, jetzt nehmen wir uns ein X aus K hoch N. Und dann wissen wir, okay, wir können X wieder schreiben als seine Koordinatendarstellung. X, J, E, J. Und das ist wie immer die Einheitsbasis. Also das sind eindeutig bestimmte Koeffizienten oder Koordinaten. Und das sind eben die Einheitsvektoren. Nichts Neues. So, mit diesen Setzungen sozusagen gilt. Ich möchte jetzt angucken, mir die Norm von Tx, die liegt logischerweise im Raum Y. Und was muss ich letzten Endes zeigen? Ich muss zeigen, dass das Ding beschränkt ist. So, dann machen wir jetzt. Dafür setzen wir jetzt erstmal die Koordinatendarstellung ein. Also das ist die Norm T von Summe j gleich 1 bis n xj ej. Wir wissen, dass t ist linear. Das schreibe ich hier oben am besten nochmal zu. Weil das ist unsere Voraussetzung. Das ist ja der Operator, über den wir gerade reden. Hier steht eine Summe, das heißt, ich kann das sofort auseinanderziehen und ich kann daraus machen, die Norm von der Summe j gleich 1 bis n. Naja, jetzt eigentlich t von xj, ej. Xj sind Koeffizienten, die können wir also aus der Linearität auch sofort rausziehen. Also bleibt im Wesentlichen stehen t angewendet auf ej. So. Jetzt ziehen wir wie immer die Norm mit der Dreiecksungleichung rein. Bleibt also stehen die Summe j gleich 1 bis n. Betrag xj, Norm t von ej. So, und diese Summe. Also hier vorne steht ja im Wesentlichen wieder das, was wir eigentlich schon ganz häufig gesehen haben. Hier steht im Wesentlichen die 1-Norm. Ne? Also das ist schon mal gut. Was wir nicht richtig abschätzen können oder nicht richtig nichts vorher wissen, das ist natürlich die Wirkung von T auf EJ. Da kann ja alles mit passieren. Also nicht alles, weil das Ding kann nicht explodieren. Weil EJ sind, wie gesagt, immer noch wohldefinierte, saubere, ordentliche, anständige Vektoren, wie man so schön sagt. Das heißt, wir nehmen uns auch hier wieder mit dem ähnlichen Trick wie vorhin einfach das Maximum raus dieser Normen und schätzen das einfach brutal weg. Also das heißt, wir sagen einfach, das ist kleiner gleich das Maximum J aus 1 bis N Norm T angewandt auf EJ mal eben diese Summe j gleich 1 bis n Betrag x j. Ja, und das ist, wenn man so möchte, einfach die 1-Norm. Ja, also das hier ist die Norm x 1. Ja, was haben wir also gezeigt? Wir haben gezeigt, dass die Norm von t angewandt auf x beschränkt ist durch eine Konstante mal die Norm von x 1. Also mal die Norm von x selber, wenn man so möchte. Und die Konstante, ja, da füttern wir einfach das Maximum rein. Und damit ist t beschränkt. Ne? Also das heißt, t ist beschränkt. Und jetzt wissen wir aber wieder, es ist ein linearer Operator, also ist t stetig. So, was wir noch nicht ganz wissen, was aber auch eigentlich nicht Aussage wirklich des Satzes ist, wir wissen noch nichts über die Operatornorm. Man kann aber ganz schnell was folgern. Und zwar, man kann zeigen, dass diese Konstante, die wir hier oben haben, auch wirklich die Operatornorm ist. Was wissen wir auf jeden Fall? Okay, die Operatornorm ist kleiner gleich als das Viech da oben. Also als Maximum J.
j gleich 1 bis n. Das ist eine andere Schreibweise für j aus 1 bis n. Norm t e j. Ja, und es gilt aber natürlich automatisch, wenn ich t anwende auf ej, dann kann das natürlich nicht größer werden als die Operatornorm, weil die Operatornorm ist ja das Supremum über alles. Das heißt, hier steht im Wesentlichen ein bisschen mehr als die Operatornorm, aber nicht wirklich, weil größer als das Supremum wird sie nicht. Wenn Supremum angenommen wird, steht hier sogar gleich die Operatornorm. Also trivialerweise sozusagen folgt wegen Norm t von ej kleiner gleich der Operatornorm, was ja nach Definition sozusagen gilt, folgt, und jetzt müssen wir das nur einmal noch speziell hinschreiben, man braucht es nicht wirklich für den Satz, weil der Satz war beendet, als wir sagen konnten, okay, ist stetig, weil wir ja wussten, dass das hier kleiner unendlich ist, ne, weil das ja normale Vektoren sind. Nicht normal. Die sind nicht normiert in dem Sinne, sind einfach sauber wohl definierte Vektoren, bei denen nichts schief gehen kann. Gilt einfach die Norm von t in der Operatornorm, gemessen bezüglich L1 von klein L1 n y, also wir geben einfach an, in welchem Raum wir gerade sind. Ja, das ist gerade das Maximum j gleich 1 bis n über die Wirkung von t auf die Einheitsvektoren, und das ist definitiv kleiner unendlich. Ja, und daraus folgt die Behauptung. Denn wir haben im OBDA angenommen, k hoch n, das könnte jetzt durch die Isomorphie irgendein endlich dimensionaler Raum gewesen sein, und damit haben wir es dann. Joa. Also auch das kein Beweis, der jetzt großartig Probleme bereiten sollte, wenn man ihn zumindest mal gesehen hat. Gut, dann kommen wir langsam aber sicher zum Schluss. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, endlich dimensionale Räume sind im Sinne der Funktionalanalyse trivial. Nichtsdestotrotz bleiben sie natürlich wichtig und auch interessant, weil auf ihnen wird nun mal ein Gros der Probleme hinterher gelöst, wenn man sich die lineare Algebra anguckt, wenn man sich die Numerik anguckt. Das sind meistens endlich dimensionale Räume, weil einfach die Probleme nur in einem endlich dimensionalen Setting wirklich bearbeitet werden können. Versucht mal, wenn ihr wollt, ein Polynom, also eine Funktion zu interpolieren auf dem PC mit nicht diskreten Stellen. Ich wünsche viel Erfolg. Also man muss halt, wenn man hinterher wirklich praktisch mit den Resultaten arbeiten möchte, sich immer wieder auf endlich dimensionale Räume besinnen. Deshalb ist die lineare Algebra ja nicht überflüssig. Und deswegen steht hier bewusst, endlich dimensionale Räume sind nur in unserem Sinne trivial. Dass die alles andere als trivial sein können, wenn man den richtigen Blickpunkt annimmt, das zeigen so tiefliegende Sätze wie die Existenz von jordanischen Normalformen oder irgendwelchen Existenzsätzen von gewissen Bilinearformen oder sowas. Also da gibt es ja durchaus eine sehr ausgereifte alte Theorie drüber, die auch ihre Existenzberechtigung hat. Aber wenn wir eben den Standpunkt der Funktionalanalyse einnehmen und aus diesem Standpunkt operieren wir ja innerhalb dieses Kurses sozusagen, dann brauchen wir uns um endlich dimensionale Räume keine Sorgen machen, weil die haben im Wesentlichen die Eigenschaften, die sehr schön sind und auch wirklich ja, erstrebenswert. So, das war es mit der Präsentation, also war es das auch mit dem Kapitel. Es gilt natürlich wie immer, solltet ihr Fragen oder Anregungen oder irgendwas Sonstiges haben, schreibt es einfach in die Kommentare. Solltet ihr einen Fehler finden, bitte auch. Ich möchte mich da wie immer nicht von freisprechen, es könnte durchaus mal sein, dass was drin ist. Dann bin ich natürlich bemüht, das auch richtig zu stellen. Ansonsten erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und vielleicht einen kleinen Lerneffekt. Das wäre ja immer so das Optimum. Und damit sage ich einfach bis zum nächsten Mal und tschüss.